Eieiei. So, dies ist die Geschichte von Elute. Ein Mann, der geboren wurde, um wie ein wildes Tier gejagt zu werden, weil er arm und sich nicht wehren konnte. Aber er gab sich mit seinem Schicksal nicht zufrieden. Und heute wird seine Ehe wieder hergestellt. Er war 19 und arm und verurteilt zum Tod. Dabei wussten alle, der Schuldige war nicht Elute. Man begnadigte ihn, er bekam lebenslang. Er träumte vom Flucht und ließ sich nicht unversucht, bis er schließlich entkam. Dann fiel die Jagd nach ihm an, nach Elute. Er hat nie das Licht der Sonne gesehen, sie nannte ihn Elute. Was er wollte, war nur ein Zuhause für Flucht und eine verlorene Flucht. Spanien war damals ein kleines Land für eine Minute. Doch weil er für das Recht aller Rechtlosen stand, hat sie für ihn. Und es sprach sich herum. Dass es nicht um Elute nur ging. Hier war einer wie sie und er beugte sich nie. Ihre Hoffnung sich stieg. Denn sein Sieg war sein Sieg, denn sein Sieg war ihr Sieg. Auf und ab durch das Land ging wie ein bloßer Jahr, wo immer er war, überall ging das Bild von Elute. Er war wie Robin Hood und es ging lange gut. Dann schloss sich die Falle und das Ende schien nah. Doch ein Wunder geschah. In dem sonnigen Land von Elute. Er hat nie das Licht der Sonne gesehen. Sie nannte ihn Elute. Was er wollte, war nur ein Zuhause. Denn ein Ende von Hunger und Not. Es kam ein neuer Morgen ins Land, er kam auch Elute. Denn die Freiheit, die dort für die Menschen heute gilt, gilt auch für Elute. Er hat nie das Licht der Sonne gesehen. Was er wollte, war nur ein Zuhause und er droht in ein Ende von Hunger und Not. Spanien war damals kein Land für eine Elute.
Doch weil es